nächsten Thema. War ja eben schon die Frage nach Kompetenzzentren gestellt worden. Kompetenzzentren heißt doch immer, man ist in Kompetition um die besten Leute. Und vor einigen Jahren hatten wir auch die Chefstelle in der Strahlentherapie neu zu besetzen und haben uns einem harten Ringen mit attraktiven anderen Städten durchgesetzt und Matthias Gutenberger davon überzeugen können, nach Zürich zu kommen. Inzwischen ist er schon halber Schweizer. Und er wird Ihnen erklären, was die Strahlentherapie und auch die medikamentöse Therapie, gell, steht auch auf deinem Vortrag drauf, heute zu bieten hat. Vielen Dank. Aber man soll sich ja immer sein Publikum anpassen. Ich habe jetzt so viele Fragen über die Strahlentherapie gehört. Ich würde vorschlagen, wir lassen die Medikamente weg und die anderen Vorträge und machen den ganzen Rest des Abends über Strahlentherapie. Nein, nein, da müssen Sie keine Angst haben. Also, Strahlentherapie. Sie haben gehört, mit was der Chirurg behandelt. Im Wesentlichen ist das ein Skalpell. Es ist relativ gut zu verstehen, weil das sieht man. Sie sehen eine Spitze vom Skalpell hier und damit schneidet man den Tumor raus. Ein Ultraschallgerät hat eine Sonde vorne und damit abladiert man den Tumor. Das macht es für uns Strahlentherapeuten immer ein bisschen schwieriger, weil unsere Behandlung sieht man nicht. Genauso wie Sie die Strahlen vom Herrn Stippich nicht sehen, wenn der eine Computertomographie macht, genauso sehen Sie auch nicht die Strahlen, mit denen wir behandeln. Wir verwenden die Strahlen, die in den Atomen, in den Kernen entstehen, und diese sind die gleichen Strahlen, die Wilhelm Conrad Röntgen vor über 100 Jahren beschrieben hat. Ich zeige das immer deswegen ganz gerne, weil das zwei Verbindungen sind, die eigentlich sehr schön sind. Röntgen hat diese Röntgenstrahlen, die nach ihm benannt sind und die er ursprünglich X-Rays genannt hat, 95 beschrieben. Und zwar in einer Stadt, die nennt sich Würzburg, das ist meine Heimatstadt. Und Sie wissen auch, wo Wilhelm Conrad Röntgen sein Studium gemacht hat? In Zürich an der ETH. Also hier haben wir die Verbindung. Ausgebildet in Zürich und dann die Erfindung gemacht in Würzburg. Und jetzt haben wir den Weg zurückgemacht, es kommt der Strahlentherapeut aus Würzburg nach Zürich. Das ist der sogenannte Röntgenring, das ist die Straße, an der die ganzen Institute entlanglaufen. Und hier sehen Sie das Institut, an dem Konrad Röntgen diese X-Rays, diese Röntgenstrahlen entdeckt hat. Das wissen Sie, das war ja ein Zufallsbefund gewesen. Er hatte experimentiert mit sogenannten Röhren und dann hat er auf einmal gesehen, dass in der Ecke von seinem Raum etwas zu leuchten anfängt, wenn er diese Röhre angeschaltet hat. Und daraus hat er geschlossen, da wird irgendetwas erzeugt, also die unbekannten Strahlen, die diese Röhre oder diese Platte zum Leuchten bringen. Seitdem hat sich einiges getan, man hat aber schon relativ früh damit angefangen, diese Röntgenstrahlen bei der Krebstherapie anzuwenden. Hier sehen Sie zwei Beispiele von 1902 und 1903. Sie sehen einen jungen und einen etwas älteren Mann mit dicken Lymphknotenpaketen hier, das ist Krebs in der Achselhöhle. Und hier im Halsbereich, das waren Erkrankungen, die von den Lymphdrüsen ausgegangen sind und damals praktisch alle Patienten innerhalb von kürzester Zeit umgebracht haben. Man hat ein bisschen operiert, aber im Grunde genommen sind die schnell gestorben. Man hat das dann bestrahlt und Sie sehen, der Hals ist dünner geworden, auch die Achselhöhle ist dünner geworden. Sie sehen, dass der Junge hier älter geworden ist, das war schon mal ein Erfolg. Dieser Junge hat also ein paar Jahre überlebt. Aber alle Patienten sind letztendlich doch an ihrer Erkrankung gestorben. Und Sie können sich das einfach vorstellen, die Strahlentherapie, die Technik, die damals angewendet worden ist, die war natürlich noch sehr rudimentär. Heute ist der Stellenwert der Strahlentherapie ein ganz anderer. 50% aller Krebspatienten werden im Laufe ihrer Erkrankung bestrahlt. 50% jeder zweite im Laufe der Erkrankung. Und wenn man die Patienten anschaut, die geheilt werden, dann hat die Strahlentherapie einen Anteil, nicht alleine, aber einen Anteil bei 40% der Patienten. Und deswegen ist es eine elementare Säule der Krebstherapie, zusammen mit den Chirurgen, zusammen mit den medikamentösen Onkologen. Wenn wir zusammenspielen, dann erreichen wir die besten Ergebnisse und tragen zur Heilung unserer Patienten bei. Die Technik hat sich sehr stark weiterentwickelt und ich zeige das sehr gerne immer an diesem Lungenkrebs, weil man es dann noch schöner sieht eigentlich als im Gehirn. Sie sehen hier in der Mitte der Lunge ist relativ weit innen drin, 10, 15 cm von der Oberfläche weg ein Krebs, ein Lungentumor. Und diese bunten Farben, die Sie hier sehen, das sind die Strahlen. Blau bedeutet, das ist wenig intensiv und je weiter es sich in die rote Farbe verändert, desto intensiver werden die Strahlen. Und Sie sehen ein Grundfunktionsprinzip der Strahlentherapie. Sie kennen den
Brennglaseffekt. Wenn Sie das Sonnenlicht bündeln, Sie halten das Brennglas in das Sonnenlicht, Sie bündeln das Sonnenlicht und direkt unter dem Brennglas, da wird es nicht warm. Aber wenn Sie in den Brennpunkt gehen, dort bündeln sich die Strahlen und dort entfalten Sie die Wirkung. Und ähnlich funktioniert eben auch die Strahlentherapie. All dieses Gewebe hier außenrum wird von den Strahlen durchschritten. Sie bündeln sich aber in diesem Punkt und entfalten dort letztendlich ihre Wirkung. Der Vorteil dieser Behandlung ist, dass sie völlig nicht invasiv ist. Sie müssen dem Patienten keine Narkose geben, Sie müssen ihn nicht aufschneiden, Sie müssen keine Nadel in den Kopf stecken. Diese Behandlung wird von außen durchgeführt. Das ist eine ambulante Behandlung. Einen Lungenkrebs oder einen Hirntumor können wir in 20 Minuten behandeln. Der Patient kommt zu uns in die Therapie, wird bestrahlt. Nach 3 bis 8 einer Sitzung geht er wieder nach Hause und das Ganze ist abgeschlossen. Also es ist eine sehr patientenfreundliche Behandlung, die man aber in dieser Art nicht bei allen Tumoren anwenden kann. Auch hier wieder die Wahl oder die Auswahl des richtigen Patienten für die richtige Therapie ist das Entscheidende. Diese Art von Punktbestrahlung können wir heutzutage in allen Regionen durchführen. Sie sehen hier die Lunge, die Leber, die Wirbelsäule und Sie sehen eben auch das Gehirn, wo wir diese sehr fokussierte und punktuelle Bestrahlung durchführen können. Und wo das dann wirklich gut ist, das möchte ich Ihnen später noch zeigen. Noch ein kurzer Hinweis, etwas, was es sehr Spezielles gibt in der Schweiz, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, ist das sogenannte Paul-Scherer-Institut. Sie kennen das vielleicht, das ist ein Physikforschungsinstitut, die aber auch eine sehr moderne Form der Strahlentherapie haben, nämlich die sogenannte Protonentherapie. Hier verwendet man keine Röntgenstrahlen. Röntgenstrahlung ist ja nichts anderes wie das Licht, also elektromagnetische Wellen. Hier verwendet man Protonen, die sind schwerer, die Geräte sind größer. Sie sehen das hier, das sind hunderte Tonnen von Blei, die sich um den Millimeter-Tumor letztendlich drumherum drehen. Und mit diesen Kollegen arbeiten wir zusammen und haben eine einzigartige Behandlungsmöglichkeit in der Schweiz. Nun aber zum Ablauf noch einmal, wie funktioniert das? Wir haben am Anfang ein Aufklärungsgespräch, dann eine Bildgebung, ganz wichtig, das hat Herr Stippig gezeigt, wir müssen den Tumor möglichst genau abbilden. Danach die Planung der Behandlung, wir legen fest, aus welchen Richtungen die Strahlen denn jetzt am besten kommen müssen, um den Tumor zu treffen und dann die eigentliche Therapie. Ich möchte auf eine Art von Hirntumor eingehen, die wir bisher noch nicht so häufig durchgeführt oder die wir bisher noch nicht so intensiv besprochen haben, die aber tatsächlich der häufigste Hirntumor ist, nämlich Absiedlungen in das Gehirn. Also ein Lungenkrebs, ein Krebs der Bauchspeicheldrüse, der Brust, der Absiedlungen macht, mit sogenannten Metastasen, und die eben auch in das Gehirn gehen können. Das ist eine sehr kritische Situation für den Patienten, sehr häufig, weil es mit sehr vielen verschiedenen Symptomen einhergehen kann. Sie haben das gesehen, Kopfschmerzen, Lähmungen bei 30% der Patienten, Verwirrtheit, Gangunsicherheit, Koordinationsstörung und häufig ist es eben so, dass ein ganzes buntes Bild von diesen Symptomen gleichzeitig auftreten kann. Absiedlungen ins Gehirn sind sehr häufig, bei 20 bis 40% aller Krebserkrankungen kommt es im Laufe der Behandlung zu diesen Absiedlungen. Wie kann man dort vorgehen? Sie sehen hier ein Fallbeispiel eines Patienten, der hatte einen Lungenkrebs, der hat eine erfolgreiche medikamentöse Therapie gehabt, Tabletten. Die haben ihn über relativ lange Zeit eigentlich stabilisiert, obwohl der Krebs schon in die Leber und in die Lunge gestreut hatte. Dann hat man aber gesehen, der Tumor ist in der Lunge größer geworden. Man hat also gemerkt, die Medikamente sprechen nicht mehr so richtig gut an. Und man hat dann auch im Gehirn nachgeschaut, ob nicht dort vielleicht auch etwas aufgefallen ist. Der Patient hatte also noch keine Symptome, keine Beschwerden. Aber in den Bildern hat man diese kleine, Sie sehen hier, diese kleine Hirnmetastase gesehen. Ich habe es Ihnen hier nochmal rausgezoomt. Das ist etwa 1 Zentimeter groß gewesen, für den Patienten asymptomatisch. Also keine Symptome. Wir haben das mit den Chirurgen auch diskutiert. Und das ist ein klassischer Fall, den wir bestrahlen können, den wir nicht operieren müssen. Wir haben keine Notfallsituation, wo man sofort reingehen muss und muss das rausschneiden. Nein, man hat die Zeit, die Bestrahlung zu planen und dann durchzuführen in der sogenannten radiochirurgischen Technik. Das heißt, das ist eine Bestrahlung, die wir in einer einzigen Behandlungssitzung durchführen, Dauer etwa 1/2 Stunde. Früher hat man dort ein anderes Konzept gemacht. Man hat nämlich das ganze Gehirn bestrahlt, weil man die Strahlen nicht fokussieren konnte.
Also auch bei einer einzelnen und auch natürlich bei vielen Absiedlungen das ganze Gehirn bestrahlt. Das hat auch funktioniert. In 60-85% der Patienten werden die Beschwerden besser. Das Überleben verlängert sich auch. Nicht so lange, muss man ehrlich sagen. Aber Sie können sich vorstellen, dass die Bestrahlung des gesamten Gehirns auch Nebenwirkungen hat, nämlich zum Beispiel Haarausfall. Das ist noch nicht so schlimm, zumindest für die Männer, das wächst nach. Aber die Merkfähigkeit des Patienten wird schlechter. Und das ist etwas, was man natürlich machen kann, wenn man Leben verlängern will, aber was man möglichst vermeiden möchte. Und deshalb gehen wir in solchen Situationen, wie ich es Ihnen gezeigt habe, eben nicht mehr mit solch einer Flächenbestrahlung vor, sondern nur noch mit der fokussierten Form der Strahlentherapie. So sieht das dann wieder aus. Sie sehen schon diese Color, diese Farben, die sich wieder auf diesen Punkt hier fokussieren. Aus allen Richtungen kommen wieder die Strahlen, fokussieren sich hier auf diesen einen Punkt. Eine einzige Bestrahlungssitzung, 30 Minuten, ambulant. Der Patient kommt mit dem ÖV und fährt mit dem ÖV wieder weg. So sieht dann die Bestrahlung letztendlich aus. Das ist eine kleine Animation. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das denn? Wie kann ich das starten? Hast du eine Maus? Geh einfach mal raus. Gut, so ist ein bisschen kleiner, aber ich glaube, wir sehen es. Was Sie hier sehen, ist, wie der Patient auf dem Tisch liegt. Der ist ein bisschen durchsichtig dargestellt. Sie sehen hier den Tumor im Gehirn drin. Sie sehen hier den Strahl, der aus dem Gerät rauskommt. Der ist eben die ganze Zeit auf diesen Punkt fokussiert. Sie sehen, dieser Tisch dreht sich und in immer solchen Bögen fokussiert man letztendlich diese Strahlen auf diesen einen Punkt. Das ist das Prinzip, das ich Ihnen gezeigt habe. Der Patient liegt hier und etwa nach diesen 20 Minuten ist das Ganze dann vorbei. Jetzt brechen wir das Ganze hier ab, weil das dauert halt 20 Minuten. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht in der ganzen Länge zeigen. Wie sieht dann das Ergebnis aus? Das ist ja das, was dann das Interessante ist. Sie sehen hier den Verlauf. Wenn Sie hier in den roten Kringel reinschauen, das ist markiert, dann sehen Sie noch die Absiedlung. Das war im Februar 2016. Schon 3 Monate später ist in der Kernspin Kontrolluntersuchung alles normal und das bleibt letztendlich auch im Verlauf so. Also der Patient ist stabilisiert im Gehirn durch diese einmalige Bestrahlung. Kann man das bei allen machen oder hat das auch Probleme? Ja, hat es. Wenn man die Bestrahlung sehr gut fokussiert, dann heißt es ja, dass man die anderen Areale des Hirns eben nicht mehr bestrahlt. Man hat aber mit diesen Bildern, die der Herr Stippich Ihnen gezeigt hat, nur ein bestimmtes Auflösungsvermögen. Ganz kleine Absiedlungen, die kann man nicht sehen. Das heißt, wenn man nur eine fokussierte Bestrahlung macht, dann ist das Risiko erhöht, dass an anderen Stellen des Gehirns der Tumor wiederkommt. Das heißt, was man dann machen muss, ist eigentlich 2 Dinge. Man braucht eine engmaschige Kontrolle. Der Patient muss also alle 2 bis 3 Monate zu uns kommen, wieder eine Kernspinuntersuchung bekommen, damit man einen neuen Tumor frühzeitig wieder entdecken kann und dann behandelt. Und am besten muss man es auch mit Medikamenten kombinieren, die diese kleinen Absiedlungen von vornherein in Schach halten. Das erreichen wir heute auch schon teilweise bei einzelnen Erkrankungen, leider nicht bei allen. Das sind Daten, das sind die einzigen wirklichen Kurven, die ich Ihnen zeigen werde vom Lungenkarzinom. Es gibt Lungenkarzinome, die man heute mit wirksamen Medikamenten kombiniert mit einer Strahlentherapie oder Chirurgie über viele, viele, viele Jahre stabilisieren kann, teilweise sogar heilen kann. Also hier sehen Sie Patienten, die trotz Hirnmetastasen viele Jahre lang bei sehr guter Lebensqualität überleben, als Erfolg einer kombinierten Behandlung, aus meiner Sicht Strahlentherapie und eben einer medikamentösen Therapie. Damit möchte ich nochmal zusammenfassen. Strahlentherapie, personalisiert, individualisiert, eine fokussierte und effektive Behandlung, die schonend und nicht invasiv durchgeführt wird. In der Behandlung von Hirntumoren, insbesondere die Take-Home-Message, die wir Ihnen heute geben müssen. Einer allein wird es nie richten, weder ich noch der Herr Bosinow noch sonst jemand. Es braucht ein Team, das dahinter steht und für den Patienten diesen Blumenstrauß in der Kombination am besten zusammenstellt. Ganz herzlichen Dank.